Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meine lieben Zuschauer. Jetzt willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Goldene Edition hat Gold, das deutsche Walkthrough. Scheiße, egal. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier endlich ein Krampfchef. Das habe ich sehr lange trainieren müssen, bis ich es auch auf einen schönen Level gebracht habe. Und jetzt ist es auf Level 54. Ja, und in diesem Part wollen wir Jens besiegen, also das Rematch klar machen gegen Jens. Und jeden Montag und Dienstag befindet er sich auf dem Glockenturm fahrend oder so ähnlich heißt er. Es ist mittlerweile knapp 20 Uhr, ja, müssen etwas schon fast 9 Uhr haben, glaube ich. Auf jeden Fall, hier steht er: Jens, das legendäre Pokémon hat mich nicht auserwählt. Aber deshalb muss ich ja nicht sofort das Handtuch werfen. Ich trainiere einfach weiter, bis sich ein neues Ziel von mir auftut. Was sagst du? Wollen wir nicht ab und zu gemeinsam trainieren? Soll ich ja sagen? Müssen wir. So, wir haben die Nummer von Jens erhalten. Und ruf mich dienstags abends an. Ich bin immer für einen Kampf zu haben. Man kann ihn auch montags oder generell jeden Tag anrufen, aber der Kampf findet auch, wie er gerade eben gesagt hat, nur am Dienstag statt. Oder war es doch auch am Montag? Ach, keine Ahnung. Versucht es einfach mal. Ansonsten wisst ihr, dienstags. Und zwar in der Zeit von 20 Uhr bis 4 Uhr sollte es klappen mit dem Kampf. Wir rufen ihn einfach mal an. Ist immer ganz unten. Hallo, was gibt es? Mir geht es gut. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Nun Lust auf ein Rematch? Klar. Super, kennst du das Dojo von Saffronia City? Ich warte dort auf dich. Was mich ein bisschen wundert, warum ausgerechnet der Dojo von Saffronia City, weil es ist doch besser, wenn man sich doch direkt in der Arena von demjenigen selber nochmal dort trifft. Sich nochmal dort trifft und dort den Kampf aushält, nicht direkt beim Dojo. Naja, Game Freak will sich dabei was gedacht haben. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Sondern ich wollte nach Saffronia City fliegen. Wie ihr bemerkt habt, kann mein Kramchef fliegen. Das wiederum heißt, dass Ho-Oh aus meinem Team draußen ist. Als Flugsklave. Legen Sie das Pokémon Sklave zu benutzen. Ich glaube, du hast einen Knall, du. Aber nee, es ist so. Ich habe wirklich Ho-Oh benutzt als Flugsklaven. Und wir laufen mal schnell zum Dojo und fordern ihn auch mal direkt heraus. Denn wir haben jetzt ein Kramchef im Team, was ein Unisch-Pokémon ist, und wir haben damit auch ganz gute Vorteile im Kampf gegen Jens. Und das werden wir jetzt mal gucken, ob wir auch wirklich die besten Vorteile haben, um ihn locker auszuknocken. Wie ihr seht, haben wir nur 4 Pokémon. Hundemon ist draußen und wie gesagt, Ho-Oh. Mal schauen, wie viel Nachthieb abzieht. Okay, jetzt kann ich gar nicht nachgucken, denn er macht einen Substitut, einen Delegator. Mal schauen, was die Taktik überhaupt ist von diesem Drift-Zeppeli. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte euch irgendwas fragen. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, stimmt. Ich wollte euch ja fragen, was noch ins Team kommt. Ich kann ja kurzfristig ja noch ein paar Pokémon fangen und sie wieder trainieren. Wir bekommen einen Donnerblitz ab und werden fast gekillt davon. Man merkt, Krampfchef ist nicht gerade der schnellste. Aber man darf jetzt nicht vergessen oder nicht drauf nur auf Krampfchef bauen, denn wir haben immer noch einen Herbert bei uns im Team. Unser Lamus, der halt mit seinen Psychoattacken zum Beispiel dieses Gengar besiegt. Das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Denn wir wissen ja, dass Gengar ein Gift-Pokémon ist, neben dem Typ Geist, und deshalb werden halt die Psycho-Attacken auch sehr effektiv gegenüber Gengar sein. Erstmal kommt der Spukball, ist klar. Lamus ist ja immer noch sehr langsam. Mal schauen, wie viel das abzieht. Ja, auch schon eine Menge. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen jetzt. Man darf niemals einen Arena-Leiter unterschätzen. Egal, ob man die als leichte Gegner hat. Man weiß nie, was die in so in der Hinterhalt im Hinterhalt haben, so. Whatever. Na egal, wir haben jetzt einen Level 60er Herbert.
unser erstes Pokémon, das in den 60er-Bereich gekommen ist. Ich tausche mal aus zu Raichu. Den Raichu muss mal ganz kurz unseren Opferknaben spielen. Das ehemalige Pikachu-farbene Pichu, was ich ja trainiert habe. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Das ist das Event-Pokémon. Darum auch bin ein Jubelball. Und darum auch Shiny. Wir heilen unser Lamus. Fürs Erste. So, jetzt bekommen wir einen Gegenstoß ab. Das sollte aber nicht so viel abziehen, denn ich habe nicht angegriffen. Ah, okay. Okay. Und noch ein Trank, was ich zu Krampfschiff hinzufügen werde, beziehungsweise einsetzen werde. Der zweite Gegenstoß, wird das ein Kill? Fast. Wir sind im Pinch, aber dafür haben wir den Parahex bekommen. Das heißt, wir haben einen Vorteil. Wir heilen auch schnell unser Raichu, denn unser Raichu will sich ja nicht kampflos das Zwölffenster geben lassen. Ja. Ja. Auch Raichu hat eine Kampfesseele. Nur ist es nicht sehr austeilbar. Wie man sehen kann. Es ist besiegt durch einen Volltreffer. Was mich ein bisschen aufregt, aber naja, was will man machen? Da fällt mir ein, ich sollte Herbert mal Bizarro-Raum beibringen, wenn ich noch mal wüsste, wie es ging. Aber wir sind ja eh schneller. Psychokinese. Zieht ganz schön viel ab, weil 12 Fenster hätte ich jetzt nicht gedacht. Kann sein, dass es auch normal ist. Wie gesagt, ich habe... Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich Pokémon wieder so richtig gespielt habe. Ich habe die letzte Zeit ohne Videos, wo ich also keine Videos hochladen konnte, mit Schulstress verbracht, deshalb konnte ich auch nicht viel machen. Und wenn mir Zeit blieb, dann habe ich einfach mein jetziges Krampfschiff trainiert. Wir tauschen mal wieder. Ne, warte mal. Ne, ich bleib drin. Ich hatte Schulstress. Das ist blöd. In der 11. Klasse bekommt man halt etwas mehr zu tun als in der 10. Wir tun mal Gene einsetzen. Nein, das war Vogelhieb, das können wir nicht angreifen, weil wir finchen. Dann machen wir es einfach nochmal. Tiefschlag kann er sich mal schön wegstecken. So, und jetzt machen wir Surfer. Also wie gesagt, Schulstress, 11. Klasse, mehr zu tun als in der 10. Heißt weniger Zeit. Da muss ich mich noch um einen Ausbildungsplatz bemühen. Ist auch noch ein bisschen blöd. 50.000 Milliarden Bewerbungen zu schreiben, aber... Naja, egal. Ist egal. Ist ja mein Problem und nicht euer, also höre ich jetzt auch auf, damit drüber zu reden. Es sieht ganz gut aus. Wir haben noch zwei Pokémon vor uns. Und zwar noch ein Traumagel, das ich blöd in Erinnerung habe. Ich sag ja nur Lamina oder wie heißt die? Ja, auf jeden Fall in Herzhofen, die Arena leider drin. Ja. Nachthieb. Besiegt das Traumagel tatsächlich. Oha. Ja, okay. Krampfschiff mit seinem hohen Angriff, obwohl es hat nicht mal ein gutes Wesen, aber na egal. Und das letzte Gengar. Da ist Herbert wieder gefragt. Also, nochmal zurück zum Thema Team Pokémon. Ich werde Hundemon Bedum jetzt nicht mehr ins Team mit aufnehmen. Es wird wahrscheinlich später, wenn ich gegen Rot kämpfen werde. Oh Gott, ich schlafe. Also es wird dann wahrscheinlich später gegen Rot eingesetzt. Mal wieder. Und deshalb denke ich mal, dass ich auch wieder zwei weitere Team-Pokémon mitnehme. Es kann sein, dass Feurio aka Tornuto wieder ins Team zurückkehrt. Also ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber wir haben ja noch immer noch einen Slot frei, was wir benutzen können für ein anderes Pokémon. Ihr müsst mir nur sagen, welches. Ich weiß, ich habe zu oft gefragt, was für Pokémon ich jetzt in mein Team mitnehme, aber naja. Ich höre mir noch weitere Vorschläge an. Und einige fragen sich auch schon, wo bleibt endlich das FAQ-Video? Ganz einfach, ich hatte wirklich keine richtige Zeit gehabt, das zu machen. Und zweitens hatte ich auch nicht die Motivation. Weil ich möchte das Video, also das FAQ-Video etwas stranger machen lassen und so weiter und so fort, wenn ihr wisst, was ich meine.
Ich tausche mal zu Kramstoff rum. Ist ein bisschen blöd mit Herbert jetzt. Und zwar habe ich vorgehabt, mich mal wieder aufzunehmen. Und zwar, dass man mich sieht. Im Video. Ich hatte auch ein paar Versuche gehabt. Und zwar gleich 3 Stück. Und zwar... Ach Gott, jetzt können wir noch einen Fokusstoß haben. Wir gehen auch fast drauf. Jetzt hoffen wir, dass wir schneller sind. Nein, natürlich nicht. Mr. Skenger, hauten Sie es gleich ganz schön auf die Fresse jetzt. Das ist blöd. Das ist scheiße. Wir müssen nochmal Herbert das Death-Water reinschmeißen und unser Dingens beleben, also unser Kampfchef. Blöd, wir haben keine Top-Beleber. Das wäre jetzt nämlich viel besser jetzt, aber naja. Also, ich hatte drei Versuche, glaube ich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall bei einem ist der Speicher voll gegangen. Und zwar war das von meinem iPod. Und das ist dann nämlich auch der dritte Versuch gewesen. Der erste Versuch war auf meiner Sony Cam. Die ist kaputt gegangen, warum auch immer. Sie geht nicht mehr an. Ich tue mal Moodle reinschmeißen. Ich würde das mal ein bisschen schwächen. Ja. Wie gesagt, Sony Cam ist kaputt gegangen. Und der zweite Versuch war mit meiner Samsung Cam. Und die ist... Na, der Speicher ist da nicht voll gegangen, sondern der Akku ist leer gegangen. Und ich habe den Kabel nicht mehr, wo ich das aufladen kann. Ich finde es einfach nicht mehr. Deshalb konnte ich das Video nicht so aufnehmen, wie ich es gerne hätte. Aber da mein... Super, zweimal Hypnose geht daneben. Aber da mein iPod jetzt wieder etwas freier vom Speicher ist, denke ich mal, dass es dann in absehbarer Zeit mal wieder sein wird, dass ich das Video machen kann. Seid einfach überrascht. Es wird bestimmt ein bisschen witzig werden, denn ich habe ein bisschen... Also, ich habe mir was Spezielles ausgedacht. Also, wenn man mich schon sehen tut, dann werdet ihr mich schon einer anderen Seite kennenlernen. So. Wir haben Jens besiegt. Der Kampf war etwas härter als gedacht. Aber das sollte uns jetzt nicht so weiter stören. Wir haben ihn besiegt. Das war auch das Thema des Videos. Ich glaube, der nächste Arena-Leiter, der auf der Karte steht, können ja mal eigentlich gucken. Ich glaube, das ist Hartwig. Ja, Hartwig. Also der hier. Der wird als nächstes dran sein. Mit seinen Kampf-Pokémon. Also Leute, ich hoffe, der Kampf war etwas unterhaltsam oder so eine Art. Keine Ahnung. Ja, im nächsten Part, wie gesagt, der Kampf gegen Hartwig sagt mir ein paar Vorschläge, was ich in mein Team mit aufnehmen kann. Dann werde ich mal gucken, ob ich es fangen kann. Und dann werde ich es mal schnell trainieren. Also Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal.